Was ist das? Die hören sich anders an, die Steam Engines. Kommt irgendwie nicht genug Wasser an, kann das sein? Mach mal hier irgendwie mehr. Schon besser, ja. Sehr komisch. Warum klappt das nicht? Sandstau? Nö. Ha, haben die anderen auch alle Probleme? Oh, die sind gar nicht an. Ah, Ja. Ich hab's wieder mal vergessen. Mach das da. Ja, greif mich doch noch an, wenn ich am Boden liege. Ist okay. Da und da. Hier. Mach das bitte mal. Achso, die Roboter sind eh schon ausge... Mann. So. Baulernfee. Da. Dass die wenigstens wieder ein bisschen arbeiten können. So, und dann hätte ich gerne irgendwo eine Kiste, die Steine sammelt. Na, es wird jetzt ja verbraucht. Also, du brauchst so einen. Shift links. Okay, ihr stellt jetzt also alle Stein, Sand, Eisen, Gold und Wasser her. Das ist euer Job. Wir haben jetzt nirgendwo mehr reine Steinproduzenten. Richtig? Doch, haben wir. Shift links. Okay, Shift links. Was war das? Ich habe gerade irgendwas erforscht. Da. Capacitors 3 anscheinend. Stimmt, für die besseren Steam Engines. Teuer. Ja. Und hat wieder so einen doofen Zweifachfaktor drin. Besseres Construction Boards. Nö. Upgrade Boiler. Ja, Upgrade Boiler. So, Goldstein-Gedöns. Goldstein-Gedöns. Okay, die sollten jetzt alle okay sein soweit. Du, gib mal her, damit du wieder arbeiten kannst. Und da jetzt nirgendwo mehr wirklich viel Stein produziert wird, sondern nur ab und an, durch diesen Random-Faktor, sollte der Stein, der jetzt noch hier in den Kisten ist und das halbwegs zumüllt, nach und nach weggefordert werden. Wenn denn alles so läuft, wie es laufen sollte. Jupp. Okay, also das Problem sollte sich von alleine beheben demnächst. Und das sorgt auch dafür, dass unsere Stromprobleme jetzt weniger werden, was sehr gut ist. Okay, das Problem gelöst. Wir hatten noch ein Problem mit dem Öl, wir hatten immer noch nicht genug Eisen und Kupfer, wir hatten nicht genug von den Sondermaterialien, wir haben nicht genug von den schnellen Robotern. Und ich komme euch nicht hinterher. Zeigt mir bitte unsere Vorräte. Kupfer sieht sehr gut aus, Eisen ist Mumist. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere tolle rote Riesenkiste. Wo ist meine tolle rote... Da ist meine tolle rote Riesenkiste. Wir machen das da. Und zack, haben wir 44.000 Eisen. Das jetzt durchgehend wieder hierher gebracht wird. Ja, wird es, aber die... Ja, mach das weg. Das war doof. Ich müsste das echt mit Fließbändern erledigen. Aber was soll's. So, Eisen ist wieder da. Jedenfalls kurzfristig. Da ich hier gerade das Eisenfeld sehe, tut das mal alles mit da rein, damit es von da aus dann weggeholt werden kann. Die Schmelzöfen könnte ich theoretisch alle einsacken. Praktisch habe ich schon genug davon. Oh, ich habe da ein paar Roboter eingesackt, sehe ich gerade. Waren das alle? Scheinbar. Wo sind jetzt die schnell hin? Da.
Und brrrt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, welches Problem mache ich jetzt als nächstes? Eisen ist, denke ich mal, mit am wichtigsten. Wobei, ich verstehe nicht so ganz, wie die da unten nicht hinterherkommen. Weil es sollte doch eigentlich echt viel Eisen sein, was da abgeholt wird. Staut sich da was? Nö. 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 Ist ja alles abtransportiert. Aber die drei Drills kommen nicht hinterher. Also ich könnte natürlich das so machen. Und den Speedmodul reinhauen. Und dann sollte das richtig schnell gehen. Stromverbrauch ist natürlich auch gleich 10-mal so hoch oder so. Aber es sollte gut gehen. Ja, okay. Problem ist aber noch, dass wir nicht genug Roboter haben, um alles abzuholen. Aber ich arbeite dran, ich arbeite dran. Wir sollten eigentlich jetzt, ne? Wenn ich mir die langsam hier rausschnappe. Das war gerade ein Ständer dabei. So. Tim, Tim. Dann sollte es nach und nach irgendwann klappen mit den Robotern. Aber ich denke, ich werde gleich wirklich losgehen und die eine Basis wieder angreifen, weil ich brauche die lila Science Packs, damit wir die Roboter schneller machen können und dass sie mehr tragen. Weil das entlastet ungemein. Die freilassen bitte. So. Also wir haben es jetzt 2 Uhr. Da ich ja eh eine Weile hin brauche, sollte es schon Tag werden, wenn ich da ankomme. Das hier unten hatten wir weggemacht. Ja. Welche Basis hatte ich eigentlich letztes Mal angegriffen? Mit dem tollen Laserding. Das hier, ne? Wow. 3 Könige. Ja, wie war das mit mehr Ausrüstung? Ich hätte gerne... Ja, bau mal 20 davon, damit wir nachher 2 davon bauen können. Und es wird hell. Na gut, rauf da. Okay. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Wow, okay. Energie sieht nicht gut aus. Schild ist gleich fertig aufgeladen. Dann sollten sich die Batterien auch erholen, ne? Ja. Ich brauche unbedingt mehr Reaktoren und mehr Batterien und mehr alles. Lololo. Crunch, 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 crunch. Meine Basis ist toll. Okay. Jo, alle schön hinter mir herlaufen. Hier sind ganz viele Türme, die auf dich warten und die gerne Kills bekommen würden. Ich weiß gar nicht, ob die dadurch auch stärker werden. Also, bei Maus-Uwe über einem Turm sieht man ja, wie viele Abschüsse die haben. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich einen Einfluss hat. So, okay, die sind alle kaputt. Gut, gut, dann mach mal kurz einen Abstecher hier rein. Schnapp dir ein paar von den blauen Chips. Damit die besseren Batterien gebaut werden können. Da. Und es sind fast keine mehr da, weil keine grünen Chips da sind, weil das ein weiteres Problem ist, um das ich mich kümmern wollte, was ich aber verdrängt habe. Warum schießt ihr? Oh, hallo. Dum, 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 dum. Nimm mal das da bitte, das braucht nicht so teure Munition. So, und bitte alles hier draußen einsammeln. Sind das immer noch Reste von der Welle? Sehr komisch. Einsacken, 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 einsacken. Und zurück dahin. Ich habe jetzt glaube ich nur 2 Spawner oder so gekillt, kann das sein? Das war echt nicht sehr episch. Oh, eine König. 2, 3 Königin. Das ist sehr schön. Okay. Eigentlich wollte ich das so nicht. Schon besser. Aber da ist eine neue Basis mit noch mehr Zeug. Stopp. Drehe ich mal um. Oh, nicht die nächste Basis auch noch holen und nicht die Schilde weiter runterhauen und
Batterie sieht nicht gut aus. Okay, lauf, 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 lauf. Geh durch den doofen Wald durch. Okay. So. Batterien. Wobei, Batterien helfen jetzt nicht so wirklich sofort. Die zögern das Ganze ja nur so ein bisschen hinaus. Ich brauche echt den vierten Fusionsreaktor. Das ist ein bisschen Overkill. Aber ja, ich sollte die Alien-Artefakte dafür aufbewahren. So, jetzt kommt allerdings alles total verstückelt hier an. Sind auch noch drei Könige dabei. Ein paar Könige. Aber es dauert, bis die hier antanzen. Und es wird gleich wieder dunkel. Ja, nee, nicht auf mich gehen. Greift die Basis an. Ich will eure Basis zerstören, während ihr hier rumtanzt. Okay, das wird nichts. Gut. Alle Mann hinterher. Ich hab hier irgendwo was für euch da. Ich kann da nicht ran. Yes. Ja. Warum kann ich das nicht da hinsetzen? Seid ihr weg? Okay, lass mich schnell mal durch. So. Wo ist der Turm? Da ist der Turm. Ah. Irgendwie. Ja, doch, okay. Zack. Ein König weg. Ganz schön garstig. Genau, nicht meine teuren Türme angreifen. Nur die billigen Türme bitte angreifen. Das mal an. Sehr schöne. Oh. Sehr schöne Reichweite. Wie war das mit den Tungsten noch gleich? Gute Sache mit den Tungsten. So, ihr Jungs seid jetzt wirklich ein bisschen zu weit weg. Kommt mit. Ihr wart eigentlich für den Außenposten gedacht, den ich jetzt doch nicht da oben baue. Piu, 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 piu. Okay. Rest müsste eigentlich nach Westen, da werden wir eigentlich öfters angegriffen. Wobei, jetzt unten da, ne? Das ist, glaube ich, momentan unser Hotspot mit Angriffen. Das heißt, hier oben ist sicher. Hier. So. Okay. Neu setzen. So. Was war ich gerade am machen? Ich war gerade am Basis zerstören, das ist richtig. Aber es ist dunkel, also gehe ich jetzt nicht wieder hin. Aber ich versuche dran zu denken, sobald es hell wird, wieder rauszulaufen, um die letzten Spawner zu zerstören, damit wir die ganzen Alien-Attrakte einsammeln können, damit ich den vierten Fusionsreaktor bauen kann, damit ich nicht ganz so viele Probleme habe mit dem Töten wie eben gerade. Okay, was mache ich, bis es wieder hell wird? Was in 10 Sekunden sein wird. Erstmal setze ich hier noch einen Drill drauf. Für noch mehr Eisen. Bis dass das Eisenfeld da weg ist und nicht mehr auf der Karte auftaucht. Und grüne Chips. Grüne Chips sind immer noch nicht im System, ne. Ja, das heißt, ich baue jetzt einfach die besseren Fabriken. Die da. Wofür ich schon wieder eine neue Art von Kapazitor bräuchte. Und die einfachen Speed-Module, die klaue ich mir mal kurz. Zing. Das vereinfacht das Ganze doch ungemein. Und dann auch noch gelbe Fabriken. Damit der Spieler Crafting das nicht selber herstellen muss. Haben wir da nur 3 gewesen? Stell das mal hoch auf 10 oder so. Gut. Jetzt die da. Das heißt, er stellt jetzt nur von Hand die komischen Kapazitors daher. Hey, sind das überhaupt die da, ne? Ja, normale Kapazitors. Wozu braucht man sowas, wenn man für MK3 oder MK4 nur die da braucht? Sehr abgefahren. Aber gut. Grünchips waren wir dabei.
So, da Strom jetzt ja wieder okay ist, da ich das ein Problem behoben habe, denke ich mal, ich könnte mir auch leisten, ein paar davon reinzubauen. Und die Pollution-Module rauszunehmen. Gott, ist hier veraltete Technik drin. Und das Problem ist gerade eher der Nachschub mit Draht. Ja, das ist richtig. Das heißt, eigentlich sollte ich jetzt das da erforschen, aber wir haben nicht die Tränke dafür. Aber es wird gerade hell, also sollte ich losziehen. Um besagte Tränke zu holen. Oh, ich habe nichts gesagt. Erforscht das. Wir haben da dezent viele lila Tränke auf Vorrat. Also runter, runter, runter. Töten, töten, töten. Da lang.